Das Buffet ist eröffnet. Moment, Heribert. Da fehlt noch ein Punkt. Was? Ah ja, stimmt. Ja, wir kaufen einen neuen Grill. Der alte ist nämlich Schrott. Also dann ist das Buffet. Ehrlich gesagt, ich hatte da schon eine kleine Präsentation vorbereitet. Es ist doch nur ein Grill. Nee, es ist der XQ 3010. Letztens waren wir mal beim Erol eingeladen. Und da hat er extra einen zweiten Grill gehabt, damit seine deutschen Gäste auch Würste mit Schweinefleisch grillen können. Aber, wäre das nicht eine nette Geste für unsere türkischen Mitglieder, wenn wir für die noch einen zweiten Grill dazu holen? Nee, Leute, für mich braucht ihr keinen extra Grill anschaffen. Ich hab da kein Problem mit, ehrlich. Man könnte doch auch das Schweinefleisch auf der einen Stufe grillen und auf der anderen die Würste für die Leute, die kein Schwein essen. Tennis und Grillen mit Kopftuch und der Muezzin jodelt unsere Vereinshymne. Ich hab mir den Arsch aufgerissen für diesen Grill. Ich hab zig Angebote verglichen. Danke, Matthias, das wissen wir alle. Ja, super. Dann brauchen wir auch nicht endlos hier weiter diskutieren, ob man eine türkische Wurst neben eine normale legen darf oder ob er hier Schweinedampf abkriegt. Und das alles nur, weil er kein Schwein essen mag. Ich darf kein Schwein essen. Von mir aus darfst du's. Man kann verschiedener Meinung sein, von mir aus. Aber hier geht es weder um Adolf noch um Religion. Hier geht es um einen gottverdammten Grill. Und wenn wir diese Diskussion nicht auf der Stelle beenden, trete ich als Präsident dieses Vereins zurück. Mit sofortiger Wirkung. Und dann könnt ihr mal sehen, was die Folge von eurer Demokratie ist. Chaos! Nichts als Chaos! Hier traut sich doch nur keiner offen sagen, was er wirklich denkt, nämlich, dass dieser zweite Grill einfach idiotisch ist!